Da wären wir wieder bei The Witcher. Wir wollen als nächstes die Nebenquests, ein paar Nebenquests machen. Fangen wir an mit den fliegenden Fäusten. Gucken wir mal, wo das ist. Ich möchte noch gerne einmal auf den letzten Part zurückkommen. Da unten in Lindenthal. Okay. Aber zum letzten Part zurückkommen. Ich hatte ja schon vor einigen Parts gesagt, dass ich Triss um einiges sympathischer finde als Yennefer. Das liegt einfach wohl hauptsächlich daran, dass ja, so den Eindruck, den ich von Yennefer habe, ist so in der Beziehung zu Geralt, dass sie ihn eher so an der Angel zappeln lässt, ne? Also ja, den immer, also Hoffnung macht dann erstmal wieder Zurückschuss, das hat man auch schon direkt im ersten Part gesehen, ne? Fand ich. Ich finde, diesen Eindruck macht sie jedenfalls auf mich. Und ich finde, sowas, gerade in einer Beziehung, da fehlt es dann irgendwie an Respekt dem Partner gegenüber. Triss ist da anders, ne? Die ist offen, ehrlich, ich sag mal, steht zu ihren Gefühlen und behandelt Geralt halt einfach mit Respekt. Ich glaube, deswegen kommt sie mir um einiges sympathischer rüber. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es in Witcher 1 und 2 abgelaufen ist. Ich kenne die Hintergrundstory ja nicht. Ich informiere mich auch absichtlich nicht darüber, weil es mir... Ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber, was passiert sein könnte. Und ja, das macht mir Spaß, um ehrlich zu sein. Ich mache mir gerne Gedanken, ich stelle gerne Theorien auf, wie es wohl gelaufen sein könnte und so. Und deswegen werde ich mich erst, nachdem wir Witcher abgeschossen haben, darüber informieren, wie es wirklich war. Jetzt weiß ich ja, dass der Geralt mit der Yennefer zusammen war und dann sein Gedächtnis verloren hat. So, das ist schon mal der erste Punkt. Es gibt natürlich mehrere Wege, wie er sein Gedächtnis hätte verlieren können. In der Zeit lege ich schon mal wieder hier die Sachen ab, wobei das, finde ich, schon schick aussieht. Ist das mittlere Rüstung? Aber wir haben ja gesehen, dass Triss auf jeden Fall auch die Erinnerung rauben kann. Jetzt könnte man natürlich vielleicht denken, dass Triss das absichtlich mit ihm gemacht hat, um an ihn, ich sag mal, ranzukommen. Ja, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Offenbar hat er dann aber sein Gedächtnis wiederbekommen und wollte dann Yennefer finden und hat sie weggeschickt. Also was, das wäre jetzt natürlich so der einfachste Gedanke, den man hat. Was nicht dazu passt, ist die Reaktion von Triss auf Geralt, weil sie ja praktisch ihm eher Vorwürfe gemacht hat, als wir sie getroffen haben, dass er sie weggeschickt hat. Ne? Deswegen, da ist das dann so ein bisschen kritischer. Weiß man da nicht, wie es wirklich abgelaufen ist? Habe ich jetzt alles wieder an? Ich glaube schon. Ja. Aber so könnte es gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Und ich habe jetzt den Eindruck aus diesem Spiel nur. Und da kommt mir Triss auf jeden Fall deutlich sympathischer vor. So, aber jetzt schauen wir doch vielleicht vorher einmal, was der Dorfälteste von uns will. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Schrecklich nobel von ihm. Das dachte ich auch zuerst. Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht. Ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg.
Wo finde ich den Hexer? Sind steril? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe einfach mal davon aus, oder? Wobei ich auch gerne wissen würde, wo ich den finde. Ich weiß jetzt nicht, sind Hexer steril oder nicht? Wenn sie steril sind, würde ich das sagen. Wenn nicht, würde ich eher das untere nehmen. Ich gehe einfach mal von ersterem aus. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Ah, okay. Hätten wir also doch das, hätten wir doch das, den Ort. Und darum kümmern wir uns auch, würde ich sagen, nach den Faustkämpfen. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Alles klar. Machen wir mal. Ich bin kampfbereit. Ich habe jetzt nicht auf unsere Lebensanzeige geachtet. Der Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Dem Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ja, kann ich ihn nicht ihn besiegen und ihm dann Geld geben oder so? Geht das nicht? Aber ich machen wir mal so. Gut, geht in Ordnung. Na komm, wir spielen mal mit, ne? Also ein bisschen kann er ja schon noch abhaben, ne? Wir gucken einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Wobei, da steht besiege Fischfresser, ne? Hätte ich vielleicht mal eher auf die Quest gucken sollen. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber Fischfresser hat den Hammer eingesackt. Danke, Hexer. Okay, das bedeutet, die Quest ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen ihn also besiegen. Okay. Versuchst du es noch einmal? Klar. Also gut, legen wir los. Geralt der Hammer gegen Fischfresser, die Revanche. Tut mir leid, alter Mann. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zeit, dass du gegen Jonas antrittst. Und dann gibt es noch den Schmied in der Taverne am Scheideweg. Geh dorthin, mein Freund. Ich hab die Krätze. Alles klar. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons... Okay. Scheideweg und Schwarzzweig. Würde ich sagen, gehen wir zuerst nach Schwarzzweig. Ich will nochmal kämpfen. Gar kein Problem.
Kann losgehen. Eine weitere Kraftprobe. Jonas und der Vagabund. Los! Na, wie lange soll ich noch warten? Ja. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß. Du musst noch gegen den Schmied antreten. Schieb das nicht auf. Machen wir nicht. Darum kümmern wir uns jetzt direkt. Hier oben. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche fragen? Na los, Leute! Will denn keiner gegen den Schmied anstehen? So, wo ist der Buchmacher hier? Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Also machen wir mal ein bisschen höher vielleicht, ne? Machen wir direkt die 70. Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Bin ich mal gespannt, ob der mehr drauf hat als die anderen. Du wirst es nie lernen. Nö, mehr hatte der auch nicht drauf. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du den amtierenden Meister suchst, dann geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel. Der Feldwebel, den kennen wir doch vom blutigen Baron. Das schieben wir nicht auf. Das machen wir jetzt sofort. Und wenn wir schon dabei sind, können wir mal gucken, was es hier so für Quests gibt und vielleicht mal zu dem Schmied gehen. Nun, wie sieht's aus? Sagst du, wozu das? Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Wir müssen die Pferde reiten. Danke für alles. Was war ich dann? Ah! Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall aus. So, gucken wir mal hier. Erstmal alles annehmen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ah, da ist der Schmied. Wie kann ich helfen? Meisterschmied, was hältst du von einem Wünschen gewinnt? Ich mach erstmal das hier. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk. Wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ginge das denn? Machen wir mal. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede.
Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Klingt gut. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Kann man auch mit ihr reden? Was kann ich für dich tun? Was hast du? Ach, sie ist der Kaufmann. Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Skellige? Aus Art Skellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Schauen wir erstmal, was wir hier verkaufen können. Stahlwaffe? Nee. Auch nicht. Die werden wahrscheinlich alle wieder schlechter sein als die, die wir, das wir haben. Okay, verkaufen wir alles. Wir haben viel Geld hier. So, was haben wir hier? Das können wir auch verkaufen, ne? Ja. Halten wir das mal. Vielleicht brauchen wir das schicke Outfit nochmal. So, was haben wir denn hier? Sind alle... bisschen stärker als das, was ich aktuell ausgerüstet habe. Aber... was alles jetzt so viel bringt. Ja, doch, wahrscheinlich schon, ne? Ja, das kaufe ich jetzt nicht dafür. Nee. Was haben wir hier? Hier, 5 Essenz. Oh. Kapazität der Satteltaschen, 70. Wir sind im Moment bei 60, glaube ich, ne? Ne, auch bei 70. Ja, dann lassen wir das. Scheuklappen haben wir auch schon, also brauchen wir hier nichts. Leb wohl. Schauen wir uns nochmal an, was hier der Schmied hier sagt. Wie kann... ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Auch nichts. Leb wohl. Dann gehen wir mal zum Feldwebel. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Was ist in dem Einfluss? Ah, Hexer. Hallo. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Hier ist nichts für dich. So. Jetzt werden wir gegen den Kämpfen, na. Bin bereit.
Wen haben wir denn da? Der Baron ist nicht da, aber das Geschäft scheint zu brummen. Die Leute sind auf Faustkämpfe schärfer als je zuvor. Gehe ich mal direkt ins volle Risiko. Fangen wir an. Na schön, komm zu Papi. Haben die Leute nichts gegen deine Weisheit? Komm schon, komm näher. So schwer kann das ja schon nicht so werden. Gegen einen, wenn man immer schön kontert, dann kann der da eigentlich nicht viel machen. Na? Ja, das war's. Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Alles klar. Haben wir nichts gegen deine weiße Visage? Dann hätten wir das auch schon. Gucken wir mal. Rennen. Also wir wollten erst das mit dem Mächtigen-Hexer machen, ne? Ich denke, das kriegen wir jetzt noch gut rein. Danach schauen wir uns mal die Rennen an. Es tröpfelt. Heda! Wie sieht's aus? Sagst du, wozu das Geld ist? Gut, dort. Machen wir uns mal auf die Suche nach dem Möchtegern-Hexer. Das ist ja der Friedhof, ja genau, das ist der Friedhof, auf dem wir schon das eine Monster da getötet haben. Dass das Kind da entführt hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Oh, ein Ghoul. Gut. Ja, ist der schon tot oder was? Interessant. Nein, okay, das war ein Hase. Fußspuren. Oder hat er sich. Ah! Danke! Da hat er sich versteckt. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Nee. Bestimmt, also... Bei aller Liebe nicht, aber den decke ich nicht noch. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Ich sag mal so, der missbraucht die Leute.
die eh schon nichts haben, ne? Deswegen, und wenn ich ihn jetzt ziehen lasse, dann macht er eh so weiter. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Ja, der Dorfälteste ist ja eh nicht gut, auf ihn zu sprechen. Dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Ich weiß, was mit ihm passieren wird. Wie gesagt, der Dorfälteste ist ja eh nicht gut, auf ihn zu sprechen. So. Ach, ist das schon vorbei? Ach genau, was ich mir... Das kann ich gar nicht mehr nachholen. Seht ihr? Guck mal. Was mir auch aufgefallen ist, hier unter Fehlschlag steht, sammle sie alle. Das ist passiert, nachdem wir mit Triss da den Albert Wegelbut geholfen haben. Danach kam, dass die Quest fehlgeschlagen ist. Das heißt, ich hätte direkt gegen den spielen müssen, um die Karte zu bekommen. Jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, an die Karte von ihm zu kommen. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Aber gut. Ist halt so. Ich hätte wahrscheinlich eh nicht alle geholt. Boah, echt jetzt? Es mag zwar den einen oder anderen erstaunen, doch auch im kriegsgeplagten Velen gab es zahlreiche berühmte Gewinnspieler. Sie besaßen so manche wertvolle Karte, die Geralt seiner Sammlung gerne hinzugefügt hätte. Doch dazu musste er diese Spieler besiegen und der blutige Baron stand ganz oben auf seiner Liste. Hier ist eine Quest. Ja. Ich finde das schade, dass wir jetzt nicht mehr gegen den blutigen Baron spielen können. Ich dachte, man kann dann irgendwann später zu dem hin und, ich weiß nicht, sag mal so, gegen den spielen, wann man möchte, so ungefähr. So, dann wollen wir das einmal kurz machen. Irgendwoher müssen wir ja auch bessere Karten bekommen. Kann ich eigentlich nächstes Mal beim Kaufmann drauf achten. Damit wir auch mal stärkere Gegner besiegen können. Mit unseren lausigen Karten, die wir bis jetzt haben, wird das sonst nämlich nichts. Na, schauen wir mal. Bootsbauer aus Erzdorf ging aufs Ganze und hatte fürchterliches Pech. Männer zum Eintreiben schicken. Hat er das Geld nicht, müssen seine Karten herhalten. Nie wieder mit dem irren alten Sack aus Benkelheim spielen. Vielleicht kann er wirklich hell sehen. Meine Finte hat er jedenfalls durchschaut. Okay. Kann ich hier nicht erst noch nach der Karte suchen? Wartet mal. Habe ich jetzt eine Karte bekommen? Das sah mir jetzt irgendwie nicht so aus. Ist das vielleicht die da unten? Stimmt, ne? Was ist das da unten? Na. Ich gucke hier nochmal von hier. Da. Nicht hier irgendwie. Wartet mal. Da geht nichts. Vielleicht hier. Ne. Komme ich hier weiter runter? Dass ich da unten mal gucken kann? Müsste ja dann das hier gewesen sein, ne? Ah. Uff.
Na, okay, dann nicht. Abgeschlossen. Okay. Na gut. Das war's auf jeden Fall jetzt für den nächsten Part. Ich glaube nicht, dass wir es schon gegen die hier schaffen. Deswegen werden wir uns erst einmal im nächsten Part um das Rennen kümmern. Bis dann.